Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Basta TV, hier von der Basta 2011 in Mainz. Neben mir sitzt der Rainer Stropek, unseren .NET-Magazin-Lesern und Basta-Teilnehmern wohl bekannt. Rainer ist MVP für Windows Azure und hat gestern hier auf der Eröffnungskeynote zum Thema Build und Windows 8 einen sehr interessanten Satz gesagt, zu dem ich jetzt erstmal befragen möchte. Rainer, du hast tatsächlich auf der Bühne gesessen mit dem neuen Windows 8 Tablet Slate in der Hand und hast gesagt, du hast dir mal Anfang des Jahres überlegt, ob du nicht Objective-C lernen möchtest, weil du endlich Touch-Apps schreiben willst. Jetzt bist du davon abgekommen. Warum? Ja, Mirko, du musst dir vorstellen, wie es einem Entwickler auf der Microsoft-Plattform im Moment geht oder die letzten Monate gegangen ist. Das iPad ist in aller Munde, die Android-Slates, sie gehen weg wie die warmen Semmeln und man selbst auf der Microsoft-Plattform hat eine tolle Entwicklungsumgebung mit WPF, mit Silverlight, kann super Sachen machen. Aber dieser riesengroße Markt an Tablets und Touch blieb einem bisher verschlossen. Und das war doch einigermaßen schwierig, hier die Geduld zu bewahren. Und wenn man sich ansieht, was hier auf der anderen Seite passiert, naja, da kommt man schon ins Grübeln. Aber ich muss wirklich sagen, auf der Bild hat mich Microsoft überzeugt. Mein entscheidendes Argument, warum ich an diese Microsoft-Initiative mit Windows 8 und WinRT glaube, ist, dass Microsoft als Unique Selling Point die Tatsache hat, dass das ein vollwertiger PC sein kann. Dieser Slate, den wir schon jetzt bekommen haben als Developer Preview, der funktioniert wunderbar mit Metro, funktioniert aber auch wunderbar als vollwertiger PC. Ich kann damit Software entwickeln, ich habe die gesamte Funktionspalette von Office. Ich brauche also keine zwei Geräte, sondern nur eines. Das gefällt mir sehr gut und ich denke mir, da kann ich mir das Objective-C sparen. Das wird Microsoft wahrscheinlich gerne hören. Da du Objective-C nicht brauchst, was benutzt du denn jetzt, um Touch-Apps zu entwickeln? Was muss der Entwickler oder was kann der Entwickler nutzen unter Windows 8? Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Wenn es um Effizienz geht, ich habe jetzt jahrelang mit C-Sharp, mit .NET, mit WPF, mit Silverlight entwickelt. Ich habe meine XAML-Kenntnisse verbessert und die sind mittlerweile doch recht gut. Und wenn es wirklich um Effizienz geht, dann sollte ich natürlich dort bleiben, ganz klar. Aber ich sehe schon ganz deutlich, dass die Welt wieder etwas bunter wird, wenn es um Programmiersprachen geht. Das Schlagwort bei Windows 8, das Microsoft ausgegeben hat, beziehungsweise das Motto, wenn man so will, ist Fast and Fluid. Und die Programmiersprache, die doch die am meisten Fast and Fluid Applikationen erlaubt, ist C++, weil eine Schicht wegfällt. Und genau das hat die Microsoft mit WinRT getan. So Produktivitätsmittel wie XAML wurden von der Managed-Welt in den Kernel übernommen, bieten damit noch bessere Performance und bei Touch ist Performance, Reaktionsgeschwindigkeit essentiell wichtig. Also für mich persönlich gilt klar, ich bleibe bei C#, ich kenne XAML, ich kenne alle diese Dinge, aber ich werde schon meine in den letzten Jahren vielleicht etwas eingerosteten C++-Kenntnisse wieder ausgraben, denn ich denke, es wird Szenarien für diese moderne Form der Sprache, und C++ hat eine gewaltige Verbesserung erfahren in den letzten Jahren, es wird einen Platz dafür wieder geben, auf jeden Fall. Spannende Sache, viel geredet wurde ja auch über HTML5 und JavaScript, also C++, muss man sagen, eben, es ist eine Sprache, die eigentlich relativ alt ist, oder? Eingerostet. Absolut. HTML5, JavaScript sind die neuen. Gibt es ein Zusammenspiel zwischen den beiden? Ein Zusammenspiel gibt es ganz klar. WinRT ist das COM der neuen Zeit. Das alte Component Object Model, das wir alle kennen, aber ist nicht mehr das Component Object Model, das wir vor 10 Jahren möglicherweise mit .NET verlassen haben, sondern es wurde deutlich erweitert. Und der zentrale Gedanke dabei ist, dass diese drei Sprachen, C++, C-Sharp bzw. VB und JavaScript, hier gemeinsam arbeiten können. Denn es gibt nun mal eine große Anzahl an HTML-Experten, an JavaScript-Experten und die will man auf diese Plattform einladen. Man will ihnen eine Einladung aussprechen, damit auch sie auf diesem Windows 8 Slate Applikationen entwickeln können. Wiederum für mich persönlich bedeutet das nicht unbedingt die Abkehr von XAML, C# oder C++ hin zu HTML und JavaScript, aber ich denke, für die, die primär aus dieser Ecke kommen, ist das eine tolle Chance, auch auf diese Plattform auf Augenhöhe mit C# oder C++-Entwicklern mitzuspielen. Dieses auf Augenhöhe mitspielen und auch die Tatsache, dass es ein, also dieses Slate, das ihr da bekommen habt als Preview, das ist ja ein Intel-Prozessor, bedeutet das auch, dass damit Business-Applikationen möglich werden, die in anderen Technologien nicht realisiert sind, die man aber jetzt quasi wieder als richtige Anwendung programmieren kann auf dem Tablet und mit Touch?
Mhm. Also Bezug ist vielleicht der Unterschied zwischen Windows Phone 7 und Windows Mobile früher, womit man eben richtige Business-Applikationen schreiben konnte oder die Schnittstellen dazu hatte. Mhm. Wird es das jetzt auch wieder geben? Der zentrale Dreh- und Angelpunkt, der zur Beantwortung der Frage beachtet werden muss, ist das Schlagwort Metro. Mhm. Denn WinRT und Windows 8 spielen im Moment in dieser Version von Windows primär eine Rolle bei der Entwicklung von Metro-Style-Apps. Mhm. Und dieser Name Metro-Style ist sehr, sehr wichtig. Denn wir müssen, glaube ich, wenn wir über Line-of-Business-Applikationen und diese Dinge nachdenken, über eine komplett neue Gestaltung des User-Interfaces von Business-Apps nachdenken. Metro ist designed für Touch. Und die klassischen Mechanismen, die wir kennen, mit irgendwelchen tabellarischen Zahlenfriedhöfen, die funktionieren auf Touch nicht mehr. Das kann man mit diesem Designprinzip nicht umsetzen. Mhm. Und ich denke, das wird die große Herausforderung sein. Und da ist Platz für eine ganz neue Kategorie von Anwendungen. Anwendungen, die mit Touch funktionieren, die vielleicht neue Bedienmuster entstehen lassen, ready sind für dieses Metro-Style. Und die können dann auch wunderbar auf diese WinRT-Technologie aufsetzen. Mhm. Microsoft sagt ganz klar, diese Neuentwicklungstechnologie ist primär für Metro-Style-Apps im Moment gedacht. Desktop-Apps kommen später, wobei keine konkreten Ankündigungen noch gemacht wurden. Also da müssen wir noch Geduld haben. Mhm. Ein Thema wollen wir in der letzten Frage jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen. Wie sieht die oder das Zusammenspiel von Windows 8 dann mit Azure bzw. der Cloud aus? Mhm. Azure wird mit Windows 8 erwachsen. Azure ist der Unterbau für alle diese Applikationen. Windows 8 WinRT beinhaltet weder ADO.NET zum Datenbankzugriff, noch irgendwelche anderen Datenspeichermechanismen. Die Daten liegen in der Cloud, die Daten kommen über Services. Services spielen eine riesengroße Rolle. Das heißt, die Cloud steckt als, wenn man so will, Unterbau hinter diesen Applikationen drinnen und ganz banal ausgedrückt, ich arbeite auf einem Gerät, dort habe ich, keine Ahnung, mein Schachspiel, das verlasse ich und wie magisch gehe ich auf mein anderes Gerät und dort stehen die Figuren wieder dort, wo ich es verlassen habe. Und im Hintergrund steckt die Cloud. Und das gleiche Prinzip, auch wenn es hier ein Spiel ist, lässt sich bei Line-of-Business-Applikationen natürlich auch anwenden. Ja, wunderbar, vielen Dank für diesen kurzen Einblick. Es war jetzt erst die Developer-Preview, aber aus deinen Sätzen lässt sich heraushören, für die .NET-Entwickler, überhaupt für die .NET, also für die Entwickler in der Windows-Welt, ergibt sich mit Windows 8 ein riesen neues Feld auch. Ja, neues Feld ja, aber kein Zwang, sofort irgendetwas umzustellen. Es ist eine Chance auf die nächsten Jahre, es ist eine Perspektive, das ist wichtig, aber ich glaube, wegen Windows 8 muss niemand in Panik verfallen und irgendwelche Projekte stoppen oder kurzfristig Pläne über den Haufen werfen. Man muss es als Chance für die nächsten Jahre sehen. Okay, vielen Dank, Rainer.